Moin, moin! Wir sind gerade angekommen auf der wunderschönen Sonneninsel Fehmarn. Im Hintergrund seht ihr die Fehmarn-Sonnenbrücke, über die sind wir gerade gekommen. Und jetzt gleich checken wir mal auf unserem Campingplatz Struckamp ein und stellen unseren Wohnwagen hin und dann schauen wir uns die Insel an. Bis später! Bis später! Angekommen, sind noch keine Profis, aber er steht. Da unser Vorzelt kaputt gegangen ist, haben wir uns jetzt erstmal so ein kleines Beistellzelt gekauft. Da haben wir gedacht, da könnten wir vielleicht mal die Fahrräder und Tisch, Stühle, Grill, wenn es regnet, reinstellen. Mal schauen, ob es was taugt. Soll ein Ganzjahreszelt sein. So, Wohnwagen steht. Jetzt gehen wir mal einmal zum Strand hier in Struckamp gucken. Da ist der Leuchtturm von Struckamp. Jetzt fahren wir mal nach Burg. Eigentlich wollten wir mit dem Fahrrad fahren, aber es ist so windig und wir haben nur so Klappräder. Da kommen wir nicht mehr gegen zurück. Hinweg wäre super, aber zurück. Deshalb fahren wir mal mit dem Auto dahin. Guck mal, hier gibt es noch eine Telefonzelle tatsächlich. Das sieht man auch nicht mehr so oft. Burg ist auf jeden Fall ein nettes Städtchen. Hier. Viele Straßencafés, genau. Kleine Geschäftchen, viele Surfshops. Aber auch sehr viel Autoverkehr und ordentlich Remi-Demi.
Komm, die Haare liegen eh nicht bei dem Sturm. Sind jetzt in Puttgarden angekommen. Von hier aus gehen die Schiffe dann rüber nach Dänemark. Und mal schauen, ob es hier was zu sehen gibt. Anja macht sie immer noch die Haare. Da ist so ein Border Shop. Kann man zollfrei einkaufen. Hier ist ein Wind, ne, auf der Mole. Ich zeige euch das mal ohne getuntes Mikro. Da sieht man mal, was so ein Mikro ausmacht. Da fährt jetzt gerade diese Fähre rüber nach Dänemark. Die werden heute ordentlich Seegang haben. Aber da hinten ist das schon, ne? Ja, da hinten sieht man Dänemark. Boah. Jawohl. Hier spritzt das ganze Wasser rüber. Da kam jetzt ein Regenschauer runter. Vom allerfeinsten. Boah, und das Parken war gar nicht mal so billig. Das kostet normalerweise für 4 Stunden 4 €. Aber wir haben jetzt natürlich nur eine halbe Stunde da gestanden. Da kostet auch 4 €. Ein teures Parken. War ein Schnäppchen. Fahren jetzt mal. Jetzt ist wieder schönstes Wetter. Fahren jetzt mal weiter und zu dem Niobe-Denkmal. Mal gucken wir uns das noch an. Mal schauen. Jetzt hier am grünen Brink angekommen. Hier können noch Wohnmobile stehen. Bisschen mockig hier, aber hat auch geregnet hier. 10 Euro. Netter Strand hier am grünen Brink, ne? Mhm. Da oben geht wieder eine Fähre nach Dänemark. Da waren wir gerade an dem Hafen in Puttgarden. So, durch den ganzen Wind ist man so richtig zerzaust. Jetzt ist Kaffee-Time. Wir haben einen ganz netten Tipp wohl gekriegt. Es muss ein Café geben, da gibt es so riesen Windbeutel. Und wo soll das sein? In Katharinenhof.
Da fahren wir jetzt mal hin und probieren mal die leckeren Windbeutel. Vorausgesetzt, wir kriegen einen Platz. Die Anja isst ja so gerne Kuchen. Ja, schauen wir mal. Ich bin so eine Kuchentante. Und schmeckt lecker? Ja, sehr gut. Und der Eierlikör haut rein. Da lacht das Anja Herz. Und bist du satt geworden? Ich klapse fast. War lecker? Ja, war mega lecker. Aber viel. Ich glaube, die Portion hätte auch für zwei gereicht. Locker. Haben unser Auto jetzt oben an der Straße geparkt und laufen jetzt hier so einen schönen Weg zum Leuchtturm Staver Hoek. Dann sieht man da hinten, da ist die Ostsee und da ist der Leuchtturm. So 1,5 Kilometer oben von der Straße. Weiß nicht, der Rundweg wird dann so 3 Kilometer sein. Wir haben uns hier so günstige Klappräder geholt. Mal aufbauen, dann können wir heute mal eine kleine Radtour machen. Fertig. Dann machen wir uns jetzt mal mit den Fahrrädern auf den Weg durch die Bucht hier nach Lemkenhafen Ort und zum Flügger Leuchtturm. Heute ist nicht ganz so viel Wind. Herrliches Wetter. Und ein toller Radweg. Absolut zu empfehlen. Hier ist noch eine für Kleine. Lemkenhafen, kleines, nettes Örtchen. Ein paar Restaurants, Hafen und einige Kitesurfshops. Da ist der Flügger Leuchtturm. Sind jetzt nach einer super Radtour am Flügger Leuchtturm angekommen. Sieht man da im Hintergrund. Das war echt eine richtig schöne Runde. Das ging dann durch Ort und durch Lemkenhafen. Ne? Ein schöner Radweg, immer an der Ostsee entlang. Echt toll. Das Wetter spielt natürlich auch dementsprechend mit. Ja, dann fahren wir den gleichen Weg jetzt gleich mal wieder zurück. Thank you.
die schöne Radtour erstmal ein Inselbierchen. Ich bin ja nicht der ausgewiesene Biertrinker, aber das schmeckt ganz gut. Ja, komm und trinken, das ist ganz lecker. Sitzen hier am Hafen in Ort. Ganz nett hier, ne? Wir sind jetzt auf dem Rückweg und haben noch einen Tipp bekommen, dass man in der Aalkarte lecker Fisch essen kann. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Das sind noch so 2 Kilometer. Guten Hunger, ne? Guten Appetit. Sind jetzt in Burg Staaken angekommen, laufen hier gerade über den Steg vom Fischereihafen. Und ja, hier sind ein paar nette Bütchen. Jetzt kann man Fischbrötchen essen. Und ich glaube, dieses Silo hier ist recht bekannt. Ich glaube, da gibt es auch irgendwo so einen Klettergarten, wo man außen klettern kann. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt hier am Südstrand angekommen. Toller Strand. Aber was für Bausinn, dass man das genehmigt hat, erstaunlich. Wir genießen hier nun noch unsere letzten Stunden an der sonnigen Ostsee. Fehmarn hat uns insgesamt echt gut gefallen. Hier kann man ganz toll Fahrrad fahren und spazieren gehen. Wassersportler kommen voll auf ihre Kosten. Und für Urlaub mit Hund scheint es hier auch ideal zu sein. Jetzt freuen wir uns auf unseren nächsten Urlaub. Und hoffentlich seid ihr dabei. Schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Einen Daumen hoch fürs Video.
Und dann bis demnächst. Tschüss.